Sie protestieren gegen den Sparkurs ihrer Regierungen. Gewerkschaften in Spanien und Portugal haben zu einem 24-stündigen Generalstreik aufgerufen. In beiden Ländern sind weite Teile des öffentlichen Lebens seit den Morgenstunden lahmgelegt. Wie hier am Hauptbahnhof in Madrid versammelten sich hunderte Beschäftigte und blockierten den Zugang zu den Gleisen. Frust bei den Menschen, die trotz des Streiks zur Arbeit wollen. Keiner von uns mag die aktuelle Situation, aber ich denke, wir haben keine Wahl. Ich muss zur Arbeit gehen. Gott sei Dank, ich habe noch eine Arbeit. Ich finde diesen Streik nicht gut. Auch der Flughafen in Madrid bleibt heute weitgehend geschlossen. Spanische Fluggesellschaften sagten mehr als die Hälfte der geplanten Flüge ab, insgesamt etwa 600. Zahlreiche Verbindungen von Deutschland nach Spanien und Portugal fallen aus. In Belgien legt ein 24-stündiger Streik der Bahnmitarbeiter den Zugverkehr weitgehend lahm. Und auch in Italien und Griechenland wollen sich die Gewerkschaften mit dreistündigen Streiks am europaweiten Aktionstag beteiligen.